Ich bin Professor für Journalismus hier an der Hochschule Darmstadt. Bin Umweltjournalist, du hast es ja gesagt, Andrea. Und bilde eben kommende Journalistinnen, Journalisten aus. Vor allen Dingen auch in Text und Stilistik, Reportagen, aber eben auch zur Hälfte im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltjournalismus. Mach viel zu Sprache des Klimawandels. Wir entwickeln und testen Schreibformate im Freien. Mein Ansatz ist eben grundlegend ganzheitlich, also dass wir die ganze Thematik von Nachhaltigkeit, was für mich die normative, also die ethische Ebene ist, über den einzelnen größeren und kleineren Themen wie Klima, Erhitzung, Klimawandel, Energie, Konsum. Man kann sich so vorstellen, bei mir in meinem Denken, es gibt ein Haus mit vielen Räumen, vielleicht der größere Eingangsraum, der Klimawandel, die ganzen anderen Räume heißen dann Artensterben, Mobilität, Landwirtschaft, Konsum und so weiter. Und die Wände und das Dach des Hauses heißt Nachhaltigkeit. Das heißt, es ist eine Dimension, die sich über alles legt. Nachhaltige Entwicklung und alles andere ist als ein Thema. Nachhaltige Entwicklung ist kein Raum in diesem Haus, sondern es ist im Prinzip der Rahmen für alles. Und so blicke ich im Prinzip natürlich mit viel Theorie, akademischen Diskussionen. Ich komme jetzt aus einer 7-stündigen Fachkonferenz zur Nachhaltigkeitskommunikation mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Kommunikationswissenschaft. Aber meine Perspektive ist grundlegend die des Dorfes, der Landschaft und auch der Ganzheitlichkeit im Sinne von, da kommen wir auch gleich zu, dann in den Folien, dass ich glaube grundlegend, dass wir die Art, wie wir die Einzelthemen in diesem Haus betrachten, ändern müssen ein Stück weit. Nicht komplett verändern müssen, aber anreichern müssen, erweitern müssen im Hinblick auf kulturelle Perspektiven. Wir reden heute oft von Narrativen oder Frames, vielleicht schon mal gehört. Also Narrative sind im Prinzip nichts anderes als Erzählungen, Erzählbotschaften, die uns mit Sinn versehen. Also wir sind jetzt schon ein bisschen beim Erzählen. Das ist auch eines meiner Themen an der Hochschule. Wir erzählen Geschichten seit der Steinzeit. Geschichten erzählen ist kein Instrument, um ein Produkt zu verkaufen. In meiner Lesart zumindest. Geschichten erzählen ist ein Instrument oder beziehungsweise eine menschliche Technik der Sinnstiftung. Ihr kennt vielleicht die Steinzeitmalereien in Lacanau in der französischen Höhle. Das ist Storytelling. Das sind Geschichten. Und genau auf die springen wir eben an, weil wir interessieren uns im Kern im Prinzip nicht für Zahlen, für Statistiken, sondern für andere Menschen. Und in den Geschichten des Wandels, die ja auch hier eine Rolle spielen, spielen immer Menschen eine Rolle. Und genauso ist es eben auch der Versuch an der Hochschule, in der Lehre, diese Geschichten zu trainieren, zu üben, voranzutreiben und die Botschaften, die in diesen Geschichten stecken, das sind. Jetzt kommen wir zurück zum Punkt. Narrative, also erzählerische Botschaften. Und die sind eben in der ganzen Debatte im Nachhaltigkeitsrahmen, also im ethischen Rahmen der nachhaltigen Entwicklung mit den Einzelthemen Energie vor allen Dingen auch hier bei uns heute Abend wichtig, also Energiewende. Diese ganzen Deutungen sind sehr technokratisch. Ich breche es ein bisschen runter jetzt heute Abend. Es geht vor allen Dingen immer. Nicht immer, aber oft um Geld und Technologie, um Wirtschaft und Funktionsweisen. Das ist auch wichtig, gerade in Deutschland, aber es reicht nicht, weil wir als Menschen ja anders gebaut sind. Wir sind Naturwesen, wir wollen und müssen Dinge verstehen über Anfassen, über unsere Sinne. Ich sagte auch gerne dazu sinnvoll, also voller Sinne, nämlich schmecken, hören, riechen, begreifen. Man sagt ja auch, man kann nur begreifen, was man greifen kann. Und diesen ganzen Strang habe ich eben in meiner Arbeit auch ein Stück weit entwickelt und auch ernst genommen, dahingehend, dass ich da auch einen Lernprozess hinter mir habe, dass ich im Prinzip versuche, auch mit den Studierenden vor Ort, in der Lehre, wir machen viel draußen, wir gehen in den Wald, wir schreiben dort, wir diskutieren im Freien, also auch Lehrformate im Freien zu entwickeln. Und aber trotzdem auch immer diese Perspektive zu haben, die gesamte Klima-
Debatte und auch Artensterben. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Für mich ist es die Zwillingskrise. Wir haben zum ersten Mal im letzten Jahr gehabt, dass es gibt einen Weltklimarat, den kennen wahrscheinlich viele von euch. Es gibt aber auch einen Weltbiodiversitätsrat, IPBS, kaum bekannt, aber den gibt's. Und die haben zum ersten Mal gemeinsam einen Bericht veröffentlicht. Weil das Artensterben, also um es zu verkürzen, es geht ja um Biodiversität, jetzt kommen wir schon zu den Begriffen, das ist ein völlig untauglicher Begriff für den Alltag. Sagt einfach Artensterben. Man muss immer ein Stück weit verkürzen. Biodiversität heißt ja die Vielfalt von genetischen Ressourcen, genetischem Erbe, von Lebensräumen und Arten. Aber im Prinzip sagen wir in der Alltagssprache Artensterben. Und der Punkt ist eben, dass wir in der gesamten Energiediskussion, vor allen Dingen über Energie reden wir ja in Deutschland, wenn wir Klima meinen, die Artenfrage nicht drin haben. Aber Wissenschaftler reden eben von der Zwillingskrise. Und im Prinzip ist die Natur vor Ort, ihr seid ja sehr lokal, auch aktiv, regional, deswegen passt das auch gut. Ich schule auch, ich mache viel Weiterbildung. Ich schule auch Kommunen oft und eben Menschen vor Ort. Mache jetzt mit der Schule hier 12 Flusswanderungen. Die gesamte Natur vor Ort ist im Prinzip die Bühne, auf der wir die Leidensgeschichte der Klimafolgen des Klimawandels erleben. Und so hängt es eben entsprechend zusammen. Es ist überhaupt nicht getrennt. Auch wenn es natürlich harte Konflikte gibt, zugespitzt vor allem bei Windkraft, wo es Klimaschützer gibt, die Klimaschützerinnen, die sich dann teilweise mit Naturschutz entgegenstehen. Aber im Prinzip ist die Artensphäre, die Natur, die Bühne für auch die Klimadiskussion. Ein Stück weit so ein Vorbau. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Wildnispädagoge, weil ich eben mit verschiedenen Zielgruppen arbeite, auch mit Schulen des Öfteren, mit meinen Studierenden eben draußen auch andere Formate testen will, wo man in Wind und Wetter auch ist und eben sinnlich eben die Dinge auch erlebt. Ich glaube nämlich, dass wir die grundlegend die Klimakrise nicht verstehen können vom Schreibtisch aus und wir da andere Wege gehen. Deswegen ist diese ganzheitliche Perspektive auch wichtig. Ich habe mich in der Forschung in den letzten 3 Jahren auch dann verstärkt auch mit der Frage beschäftigt, wie sieht es eigentlich aus in Regionen, die massiv noch stärker als wir von Klimafolgen betroffen sind, also von wirklich existenziellen Folgen und auch die Lebensstile dort vor Ort. Und was können wir vielleicht davon lernen, bei aller Unterschiedlichkeit, das ist wichtig. Und dann bin ich in Lappland gewesen, weil ich eh ein Skandinavien-Fan bin, 3-mal und habe dort viel mit Indigenen geforscht und Interviews gemacht, also mit den Samen. Habe da Reportagen auch geschrieben, Rentiertreiben, Jagd, Fischerei, Wildnis und habe aber immer versucht auch zu schauen, wie ist der Lebensstil dort und wie passen die sich an, weil die haben ja ein bisschen mehr Erfahrung in Umweltanpassung als wir. Jetzt soweit als Vorbau. Nur mal ganz kurz, ich habe eben zugehört, dafür bin ich ja auch heute hier. Und seht ihr meinen Bildschirm? Das sind Gemeinden in Deutschland. Ihr habt eben über Gemeinden gesprochen. Es gibt 10.787 Gemeinden in Deutschland, 2054 Städte. Und die meisten Gemeinden, seht ihr, sind so zwischen 1.000 und 2.000 Einwohner groß. Also es ist eine ganz gute Statistik. Und ihr habt eben gesprochen über das Problem der Information vor Ort. Und in der Tat wart ihr an einer ganz heißen Stelle, weil wir, das nennen wir in der Journalistik, in der Forschung, mikrolokale Räume. Also die Ebene des Dorfes. Und ich habe genau dasselbe Leid. Die großen Zeitungen oder auch die Regionalzeitungen berichten eben nur übergreifend über Dörfer von 5.000, 3.000, 2.000. Die größeren haben dann vielleicht 2 eigene Seiten. Aber es geht ganz viel verloren auf dieser lokalen Ebene. Und dann gibt es 2 Alternativen oder genau 3. Es gibt das Amtsblatt, was ihr gesagt habt, wo die Gemeinde, die Verwaltung 1:1 ihre Nachrichten verkündet. Es gibt dann das, was wir unterscheiden als Anzeigenblätter. Das sind im Prinzip unkritische Debattenblätter. Ihr kennt die mit einem Haufen Werbung, aber auch sehr viel Inhalten von Vereinen, von Gruppen, auch interessante Sachen, die aber unredigiert 1:1 dort reinkommen. Das ist kein Journalismus. Das sind Foren. Und das dritte ist dann Facebook. Facebook hat gerade in unseren Kreisen, die wir jetzt doch, sag mal, wir sind alle ein bisschen älter als 30, so würde ich heute Abend sagen, die meisten. Facebook ist in vielen Gemeinden auch ein ganz entscheidendes Medium, die Facebook-Gruppe der Gemeinde. Und entsprechend gibt es eine große Lücke
für eine kontinuierliche, gute Berichterstattung, auch kritisch übrigens, zu den Vorgängen von Energiewende, Klima, auch Umwelt vor Ort. Ich gehe jetzt mal in einen anderen Vortrag rein, in meine Folien. Ich habe jetzt eigentlich schon einiges erzählt. Genau. Moment, ich muss den Bildschirm nochmal neu teilen, glaube ich. Genau. Sieht man es jetzt? Ich gehe mal auf Vollbild. So, kleinen Moment. Ja, Klimageschichten als kulturelles Instrument. Ich glaube, dass sich die lokale Kultur verändern muss. Und ich mache da bewusst auch einen Unterschied zu Technokratie, Wirtschaft, Technologie. Also ich rede bewusst von Alltagskultur. Ich will nicht viel Wissenschaft heute Abend verbreiten, aber wir müssen trotzdem über zwei Dinge reden kurz. Wenn wir über nachhaltige Entwicklung reden, ist ja so der Rahmen. Da gibt es ein Modell, was alt ist. Das hat immer so drei Seiten. Das Nachhaltigkeitsdreieck. Wirtschaft, Umwelt, Soziales sind irgendwie in Balance. Wer das jemals gelernt hat, bitte heute Abend vergessen. Es ist veraltet und im Prinzip auch gefährlich. Warum? Weil es immer auf eine Balance setzt und die Wirtschaft im Zweifelsfall auch immer sagen kann, ja, ihr müsst euch zu uns verhalten, ihr müsst mit uns in Balance gehen. Die Naturwissenschaft und auch die Sozialwissenschaften haben mittlerweile eine andere Aktualität. Also dieses Dreieck ist veraltet. Bitte, wenn jemand damit kommt, meldet euch. Interveniert, stoppt den Prozess. Es ist komplett veraltet. Und wir haben hier zum Beispiel das Konzept der planetaren Grenzen, hier von einigen Forschern, Forscherinnen, wo ihr seht im Prinzip vereinfacht, der Erdhaushalt, das Erdsystem hat Belastungsgrenzen. Es geht um Limitierung in verschiedenen Themenbereichen. Ozon, Versauerung, Süßwasser, Land. Und ihr seht, im roten Bereich ist man über den Handlungsspielräumen, über den Grenzen. Im Gelben ist es also kritisch. Und das ist die neue Maßgabe auch für Konzepte der nachhaltigen Entwicklung. Hier haben wir so eins von einer britischen Ökonomin, Kate Raworth. Ihr müsst euch das nicht alles behalten, aber für meine Arbeit ist es relativ wichtig, weil die diese planetaren Grenzen hier als den Bezugsraum nimmt, diese einzelnen Felder, die wir eben schon hatten, und dann sagt, es gibt eine ökologische Decke für Wirtschaften, für Gesellschaft, für Handeln. Und dann gibt es einen gerechten und sicheren Raum für die Menschheit, für unsere Entwicklung. Und dann gibt es natürliche Soziale, unsere Bedürfnisse, Energie, Netzwerke, Unterkunft, Gleichheit der Geschlechter, da ist alles drin. Aber es hat halt eben die begrenzte Situation auf der Erde, die Ressourcen im Blick und macht kein Wischiwaschi zwischen irgendwelchen Dreiecken. Und das ist die Maßgabe heute. Genau. Wenn wir jetzt über Klima reden und Energieprojekte, immer noch mal wichtig zu gucken, was verstehen wir eigentlich darunter, wenn wir über Klimawandel sprechen. Weil Klimawandel ist im Prinzip, bleiben wir in diesem Bild des Hauses, also das Haus der Nachhaltigkeit mit vielen einzelnen Räumen und übrigens auch einigen Türen. Man muss nicht über die Klimatür reingehen, aber viele machen es eben. Und dann seht ihr im Prinzip unser Problem, was wir haben. Auch eben psychologisch, hier ein Kollege aus Oldenburg, dass unsere Wahrnehmung, ihr könnt es ja selbst auch lesen, nicht gemacht ist dafür, Klima wahrzunehmen. Sondern, ich habe es schon gesagt, unsere Bühne ist die Natur vor Ort. Ob jetzt auf dem Boden oder in den Bäumen, wie jetzt in den letzten Tagen der Sturm, oder eben natürlich im Himmel, das Wetter. Wir nehmen Wetterveränderungen wahr, aber die sind natürlich nicht mit Klima gleichzusetzen. Das ist ein häufiger Fehler, ein Kurzschluss. Aber Mittelwerte von Wetterveränderungen, hier 30 Jahre als so eine grobe Zahl, sind dann Klimaaussagen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist oft nicht so bekannt. Ich habe jetzt mal mir über die ganze Arbeit in den letzten Jahren hier eine kleine Unterscheidung gebaut, um zu zeigen, dass Klimawandel eine Dimension ist, auch ein sehr großes Metathema oder eine Matrix oder ein Prinzip, aber es ist alles andere als ein Einzelthema. Um das klar zu machen, es ist bei mir so ein bisschen der Punkt dimensionales Lernen, also dass man im Prinzip so ein Stück weit die Wahrnehmung verändert, Klima als ein Thema zu sehen, ein Einzelthema, wie jetzt eine Umweltkatastrophe oder die nächste Rentenreform oder den nächsten Sportplatzbau oder so. Es ist von der informativen Struktur her was ganz anderes. Schaut euch mal hier rechts an, so eine Umweltkatastrophe, ein Sturm, ja. Nehmt einen Sturm oder nehmt eine Ölpest irgendwo in der Bucht. Da gibt es einen klaren Ort, einen klaren Zeitrahmen, nämlich jetzt. Die Kosten lassen sich daher halbwegs klar berechnen.
Es gibt dann öfter mal Schuldige. Gut, beim Sturm ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, in Nordrhein-Westfalen gab es jetzt einige Chemieunfälle oder die berühmten Ölunfälle der letzten Jahrzehnte oder Atomreaktor, was auch immer. Es gibt dann einen Schuldigen oft, ja, eben die Fabrik oder die Firma oder die Politik auch beteiligt. Dann ist eben ein Sektor, also meistens Wirtschaft, also ein Wirtschaftssektor beteiligt, ist dann dominant. Es tauchen in den Medien dann neue Expertinnen auf, neue Experten, die haben dann eher mal recht, weil wir kennen sie noch nicht. Alles ist neu und das Neue steht für das Ereignishafte. Das Neue steht für das Ereignishafte. Und der Klimawandel oder Klimaerhitzung, Klimanotstand, ich bin bereit, da auch zu diskutieren. Ich habe da für die TAZ, für die Tageszeitung auch mal einen Leitfaden verfasst im letzten Jahr über Klimabegriffe. Aber wir behalten mal Klimawandel als Begriff, weil er einfach etabliert ist, ja, weil er massenhaft erlernt wurde. Und dann haben wir da ein Problem, denn der Klimawandel wirkt ja weltweit an vielen Orten. Also wir haben es jetzt hier mal Raumdissonanz genannt. Und das größere Problem fast noch, gerade für die Politik auch, er hat eine ganz andere Zeitlogik als wir jetzt auch in unseren kommunalen Handlungsräumen, wo es auch um 4, 5 Jahre geht, die ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin gewählt ist, ein Stadtparlament, im Prinzip so wie auf Bundesebene oder auch auf EU-Ebene. Aber die Emissionen, die wir jetzt sparen, die lösen vielleicht keine Nachteile aus in 50 Jahren. Oder auch umgedreht, die Emissionen, die jetzt zu viel sind, haben dann Klimafolgen über eben Trockenheit, Dürre, Wassermangel in einigen Jahrzehnten. Und dafür sind wir von der Wahrnehmung her nicht gemacht. Wir sind zum Glück dafür gemacht, zu verstehen, dass wir dafür nicht gemacht sind. Wir haben dann natürlich aufgrund dieser beiden grundlegenden Probleme der Allseitigkeit, also der örtlichen Wirkung überall und des Zeitverzuges haben wir ein Kostenproblem, wenn Ökonomen berechnen, was das Ganze kostet. Wir haben auch dieses Täter-Opfer-Problem, wenn ihr Geschichten erzählen wollt des Wandels, Geschichten erzählen als eine Technik, durchaus der Veränderung, aber auch der Sinnstiftung. Deswegen am Anfang meine kleine Markierung, dass ich mich so ein bisschen dagegen wende, wie es in den letzten Jahren in der PR, in der Werbung geschehen ist, auch Storytelling, Geschichten erzählen, als ein strategisches Instrument. Ich sehe es halt ein bisschen anders. Da haben wir aber trotzdem, ihr kennt es aus den Hollywood-Filmen, immer so eine Täter-Opfer-Konstellation. Die funktioniert nicht ganz so gut beim Klimawandel, weil wir alle beteiligt sind und wir sind auch alle Opfer, mehr oder weniger. Natürlich, es gibt große Emittenten, Braunkohlekraftwerke, die Industrie. Es gibt schon Täter, aber nicht alleine. Und deswegen ist die Geschichte komplexer. Klimawandel ist viel komplexer als ein einzelnes Umweltthema. Wir haben ein Systemproblem, so die Gesellschaft ist beteiligt, die Kultur auch, aber die Wirtschaft natürlich und natürlich auch die Ökologie, nicht nur ein Sektor. Dann gibt es auch immer wieder das Thema der Klimaleugner, Leugnerinnen, da haben wir einen Vertrauensschaden. Es gibt also eine Debatte teilweise, die ist in Deutschland zum Glück nicht ganz so stark. Aber es gibt immer wieder auch diese Debatten der Klimaleugner. Und wir haben eine unglaubliche Redundanz, Wiederholung in der Klimakommunikation. Immer die gleichen Bilder, Solarpaneele, der Eisbär. Und es geht da auch vor allen Dingen drum bei neuen Ideen, wo wir ja heute ein bisschen drüber reden wollen, um neue Bilder und neue Erzählformen. Wenn ihr also Geschichten erzählt, bei euren Projekten vor Ort, gibt es dann vielleicht nochmal ein Porträt über den Macher, die Macherin. Oder es gibt dann den klassischen Bericht in einem Magazin oder ihr macht vielleicht auch mal eine Bildergeschichte oder halt einen Artikel in der kommunalen Zeitung oder eine Pressemitteilung. Aber es gibt viel, viel mehr. Es gibt Selbsterfahrungen, wo unglaublich stark eure Selbstwirksamkeit rüberkommt. Wenn ihr das auch den Mut ein Stück weit habt, auch zu einer gewissen Subjektivität. Vorbilder sind wichtig. Man kann ganz wunderbar gerade in den Kommunen auch Rundgänge machen, die Hoffnung schüren, die mit dem Gelungenheitsfaktor arbeiten. Denn es geht durchaus darum, die Balance zu finden zwischen dem, ich sage es mal so, zwischen dem Misslingen und dem Gelingen. Niemand hat ein Interesse mehr daran, da gibt es auch genug Studien, nur von der Krise, nur von der Katastrophe zu erzählen. Da sind wir Deutschen auch ganz gut drin übrigens. Aber die Forschung weiß auch mittlerweile ziemlich genau, wenn wir das übertreiben und nur auf die Alarmtaste drücken, verlieren wir in unseren Geschichten, egal ob im Journalismus, in der PR, in der kommunalen Kommunikation, in Vereinen, wir erzählen andere Geschichten. Ja? Und wenn wir da nur über Krise und Katastrophe sprechen, verlieren wir die Leute. Aber wenn wir das vergessen, den kritischen Rahmen, und nur nette kleine Geschichten erzählen, die funktionieren, sind wir zu positiv.
und zu euphemistisch beschönigend. Also wir müssen die Balance halten zwischen dem Grauen und dem Gelingen, der Zerstörung und der Hoffnung, der Schönheit und dem Verlust. Das sind so auch meine Ansätze auch im literarischen Arbeiten. Es gibt dann natürlich auch für die textlichen Formate andere Varianten. Es gibt ein Logbuch, ein Tagebuch. Man kann Generationen gegenüberstellen. Warum nicht mal in der BUND oder NABU-Webseite mal eine junge Klimaschützerin mit einem ganz alten Katastrophenschützer zu sprechen? Denn das ist eine Regel fürs kommunale Erzählen. Das ist ganz wichtig. Alte Köpfe, neues Wissen. Neue Köpfe, altes Wissen. Was meint das? Ihr habt zum Beispiel die Landfrauen etabliert vor Ort, einen Schützenverein, und ihr betraut die mit Klimainformationen. Das sind etablierte Akteure, ein bisschen salopp gesagt, alte Köpfe, also das heißt nicht vom Lebensalter alt, sondern schon lange da, etablierte Gruppen und neues Wissen, Klimawissen oder umgedreht. Ihr habt meinetwegen traditionelles ökologisches Wissen, also Ernteregeln, oder ihr habt zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist auch das Dorffest. Und wenn ihr da zum Beispiel Nachhaltigkeitsinhalte mit reingebt, habt ihr eine etablierte Form, ein Format, etablierte Köpfe, die Feuerwehr und Klimawandel. Wäre jetzt alte Köpfe, neues Wissen. Andersrum wäre es jetzt altes Wissen, das wollte ich eigentlich sagen, Ernteregeln, Wetterregeln oder auch Erkenntnisse aus der Forstwirtschaft von Bauern. Und dafür interessieren sich Wissenschaftlerinnen oder junge Aktivistinnen, die dann aufs Land kommen. Das ist so eine Erzählregel, mit der ihr neue Geschichten findet. Neue Köpfe, altes Wissen, neue Köpfe. Und hier gibt es dann noch andere Erzählformen, die wir jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen hier rechts. Zusammenfassend ist ganz wichtig, wenn ihr Geschichten andenkt des Wandels, auch der Energiekommunikation in Energieprojekten, darum geht es ja auch vielfach hier, dass ihr einen Unterschied macht. Also ich habe es jetzt hier ein bisschen schematisch gefasst, der Einfachheit halber. Natürlich geht es jetzt nicht um eine Ablösung schwarz-weiß, es geht um komplementäre Ansätze. Aber trotzdem, also wir haben lange kommuniziert auf der linken Seite hier, wir haben lange kommuniziert auf der kognitiven Ebene, sehr wissenslastig, die klassische Pressemitteilung, wir geben Wissen weiter, Wissensgesellschaft als Stichwort, wenig Personalisierung, immer so auch ein bisschen von oben herab, wir sagen denen da unten, so ein bisschen im Gedanken der Bevölkerung, was richtig ist, was zu tun ist. Ja, starke Risiko- und Katastrophenbotschaften, das hatten wir eben schon. Wenig Alltagsbezüge, wenige Beispiele, oft auch so ein bisschen mit der Angst, zu trivial zu sein, zu banal, aber die Angst ist eigentlich falsch. Oft auch so ein bisschen moralisch und auch, ja, jetzt im lokalen Raum bei uns, können wir den Punkt jetzt heute Abend ein bisschen kleiner machen, aber die Debatte insgesamt war oft sehr bundesweit und sehr global und fehlten eben lokale, konkrete Beispiele, Menschen, die schon etwas machen, die unterwegs sind, die Hoffnung machen, die Erfolge vorzuweisen haben, Ideen haben, immer auch im kritischen Rahmen, ob das wirklich funktioniert. Und eine andere Kommunikation hier rechts wäre jetzt zu sagen, wir setzen auf Geschichten, aber Geschichten in einem informativen Rahmen. Wir sind ja nicht im Theater oder bei der Werbung, wo im Prinzip gilt, ich sage es mal so, Story for the Story, unterhalten, als Hauptpunkt, sondern wir wollen ja Geschichten erzählen, die glaubwürdig sind und vor allen Dingen Informationen transportieren. Ob jetzt für einen BUND, eine NGO, ob für eine kommunale Initiative, eine Energiegenossenschaft oder auch ein Journalismus, ist ähnlich. Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Dialog auf Augenhöhe und ganz wichtig, Handlungsmöglichkeiten. Immer zu sagen, was der Einzelne, die Einzelne tun kann, das ist der konstruktive Ansatz in der Kommunikation, konstruktive Kommunikation. Noch besser, was kann die Gruppe tun? Wir springen viel mehr darauf an, was eine Nachbarschaft schon alles Tolles erreicht hat oder ein Dorf, ein Verein, als der Einzelne, die Einzelne. Also Gruppenbezüge sind da wichtig. Im Alltag verankert, so ein bisschen auch vielleicht Fragen. Das muss nicht immer alles ganz abgeschlossen sein und komplett fertig, mit gewissen Augenzwinkern. Genau. Und im Prinzip habt ihr hier, das müsst ihr jetzt nicht alles lesen in den letzten Minuten, wir haben hier viele Gruppendiskussionen gemacht als Methode in der Wissenschaft mit meinem Projekt an der Hochschule Grüner Journalismus, wo wir also ein Forum haben für die Studierenden für umweltjournalistische Ausbildung an der Hochschule Darmstadt. Und wir haben uns einfach als Grundthese zurechtgelegt, dass, und da gibt es genug Studien, man kann es aber auch so beobachten, der Energiediskurs und der größere Klimadiskurs, wir reden wieder von Narrativen, also diesen Erzählbotschaften, sehr ökonomisch und technologisch geführt wird. Hier links oben, ja. Und dann haben wir hier verschiedene mögliche Deutungen, Narrative,
aufgelistet und haben dann überlegt, aber wir haben ja die Grundannahme, wir haben eine Matrix, eine Dimension, ja, also kein Thema, eine Dimension, weil Klimaschutz, Klimahandeln, Klimaberichterstattung als die praktischen Formate, die praktischen Handlungen und nachhaltige Entwicklung als die Ethik dahinter, die normative, ja, wenn man so will, ein bisschen moralische oder normative Folie. Das ist ja viel, viel mehr als nur Wirtschaft und Geld, jetzt mal so ein bisschen einfach gesprochen. Da haben wir überlegt, was gibt es denn noch für Deutungen, für Perspektiven, wenn man das Ganze erweitert. Das wurde fast exotisch, und dann machte übrigens auch Lust. Ja, und dann geht es hier ins Soziale rein. Es geht um Standortpolitik, regional. Kluge Kommunen arbeiten mit Nachhaltigkeit als Standortfaktor. Wir werden autark unabhängig. Wir stärken die lokale Gemeinschaft. Wir betreiben auch Kooperation international, vielleicht mit Partnergemeinden. Da kommt die alte Städtepartnerschaft, ja, in die Debatte. Unten auch kulturell. Wir haben natürlich Lifestyle zum Beispiel, aber wir wollen auch einen Wertewandel. Uns geht es um Grundlegendes. Und in Deutschland schwierig, aber mein ganzes Buch Wasserpfade, Streifzüge an heimischen Ufern, beim Ökom Verlag erschienen, geht im Prinzip darum, ein Öko-Heimatbuch zu sein. Ich glaube, dass in diesen Heimatnarrativen, wenn man sie so mal nennen will, oder in der Frage, was wir vor Ort haben, Heimat als ein Begriff ganz offen und neu gefasst. Robert Habeck hat ja auch ein Buch über einen neuen Patriotismus geschrieben, in dem Sinne, Heimat neu zu definieren und natürlich diese ganzen rechten Definitionen und Gefahren auch nicht zu vergessen. Aber ich glaube, ich persönlich, und ich weiß, dass viele damit ein Problem haben, dass Heimat trotzdem ein wichtiger Begriff ist. Und es gibt auch eine Lust, wir haben unglaublich viel Initiativen vor Ort, städtisches Gärtnern, Repair-Cafés, solidarische Landwirtschaft und ganz viel mehr, Kleiderkreise, Tauschen, Teilen, Naturschutz auch. Da gibt es eine Lust an Veränderung. Es kann Spaß machen. Lebensqualität ist das Stichwort. Ihr müsst in euren Geschichten, ihr dürft, ihr müsst nicht. Ich bin kein Befehlshaber hier, aber ihr könnt diese Geschichten mit Lebensqualität verbinden. Denn wir haben ja unglaubliche Zugewinne an Zeit, an Gemeinschaft, an Selbstwirksamkeit, an Partizipation. Und da drehen wir auch die Freiheiten um. Und das ist ganz entscheidend. Wir haben uns in der Kommunikation und gesamtgesellschaftlich an ganz viele Unfreiheiten gewöhnt. Wir wären alle gerne frei von vergifteten Flüssen, belasteten Feldern, benachteiligten Frauen, von sterbenden Wäldern, schwindenden Arten. Ich könnte die Liste noch eine halbe Stunde fortsetzen. Das sind Unfreiheiten. Und es geht im Prinzip darum, das ein Stück weit auch umzudrehen in den Geschichten vor Ort, die kritisch sein müssen, faktisch, aber auch hoffnungsvoll und mit diesen ganzen neuen Faktoren der Lebensqualität vor allen Dingen aufzuwarten. Darum geht es. Deswegen geht es auch überhaupt nicht um Verzicht. Wir gewinnen ganz viel. Ich experimentiere auch gerne mit anderen Worten, wie zum Beispiel der Lassenskraft. Die Kraft zu lassen, etwas abzulassen, wegzulassen, aber auch zuzulassen, was ein Prozess des Werdens ist. Ist was ganz anderes, Lassenskraft, als zum Beispiel reiner Verzicht. Es geht auch um ethische Bezüge hier drüben, natürlich auch um Landschaftspflege. Und hier Lebensqualität in einer Grafik aus Frankfurt vom Regionalverband Rhein-Main. Frankfurt Rhein-Main, die kenne ich. Was ihr seht, jetzt mal praktisch, wenn man nochmal aus der Energieperspektive denkt, wir kühlen Gebäude, wir verringern Hitzestress, wir kühlen die Umgebungsluft, Wald kommt zurück in die Städte und Kommunen, Wasser kommt zurück. Ich glaube, wir werden viel mehr Wasserflächen haben. Wir halten Niederschlag vor Ort in den entsprechenden Sickergruben und kleinen Teichen. Und dann haben wir neuen Raum für Natur. Es wird weniger Lärm, Lärm und Krankheit. Ganz wichtig in euren Erzählungen, Gesundheitsbezüge. Darauf springen wir natürlich am meisten an, noch mehr fast als auf Geld. Also Gesundheit in den lokalen Geschichten zu erzählen, ist wichtig. Und die letzte Folie hier, die Sprache. Es ist hier ein Kollege, der Bernhard Pötter von der Taz, also der Umweltkorrespondent der Taz aus Berlin, den ich ganz gut kenne, der hat auch mal die Fachsprache genommen, aufs Korn genommen nämlich, und hat hier von dem Weltklimabericht einen Artikel geschrieben. Und das müssen wir jetzt nicht so ausweiten, weil es dann zu viel wird. Aber ich bitte euch auch einfach keine falsche Furcht davor zu haben, eine einfache Sprache zu benutzen. Wir brauchen, um die Umwelt- und Energieprobleme vor Ort zu übersetzen und zu kommunizieren, keine Fachsprache. Fachsprache, Bürokratiedeutsch, am besten noch Start-up, Denglisch und irgendwelche Geschwurbel, ökonomischen Geschwurbelausdrücke brauchen wir alles nicht. Wir haben eine einfache Sprache, eine lebendige Sprache, die ist leider ein bisschen verloren gegangen.
deswegen müssen wir dieses ganze Bürokratiedeutsch und Fachsprache und dieses ganze, ja, also Anglizismen sind toll, wir haben viele gute, wir haben auch viele, die so ein bisschen vernebeln, ja. Und da müssen wir so ein bisschen raus und die Sprache auch ein bisschen wieder entkleiden, entschlacken und mit der Erde verbinden und dann geht's auch. Okay.